Das nimmt er meinen Punkt vorweg. Ja, Pech gehabt, ja. Wie will die Submariner denn da bitte mithalten? Ich sag dir warum. Ja, schieß los. Ich nehme dir jetzt schon mal den Wind aus dem Segel. Ja. Okay, okay. Ich glaube, du hast wirklich keine Argumente groß. Hi Benny. Hi Donato. Schön, dass wir zusammenkommen. Auf jeden Fall. Wir werden uns heute debattieren, und zwar, was die ikonischste Uhr aller Zeiten ist. Oh yeah. Ja. Du bist der Meinung, das ist die Rolex Submariner. Ja. Und ich bin der Meinung, das ist die Omega Speedmaster Professional. Mhm. Und jeder von uns wird so seine Punkte jetzt darlegen, warum das so ist. Ja. Aber bevor wir starten, ich glaube, wir sind uns einig, dass der Kampf zwischen den beiden ausgetragen wird, oder? Oder denkst du, gibt es andere Uhren? Also es gibt ja viele ikonische Uhren, wie die Reverso zum Beispiel oder die Navitimer. Ja. Aber die sind schon sehr speziell. Ich glaube, gerade Submariner und Speedmaster sind so ikonisch oder so zeitlos, weil sie eben so langweilig auch sind vom Design. Es ist sehr einfach. Ja? Oder wie siehst du das? Also würdest du andere Uhren noch ins Rennen schicken? Oder? Nee. Also du bist auch der Meinung? Ich sehe das, in dem Fall sind wir gleicher Meinung. Mhm. Ja? Nachher sind wir vielleicht ein bisschen geteilter Meinung. Nicht nur vielleicht, aber, definitiv. Aber wenn du das so runterbrichst, wie du schon gesagt hast, natürlich gibt es eine Daytona, Paul Newman Daytona, wie auch immer. Ja. Es gibt so viele, du hast jetzt auch schon ein paar erwähnt, Cartier Tank würde ich noch mit dazu nehmen. Die gibt es schon, Santos von Cartier. Ja, absolut. Jede Marke hat Ikonen. Mhm. Ja. Ja. Aber so, wenn wir es runterbrechen, sind das schon auf jeden Fall unserer Meinung nach die zwei ikonischsten Uhrenmodelle aller Zeiten bis jetzt. Okay. Ja? Ich glaube, da wird sich auch lange nichts mehr daran ändern. Nee. Du bist der Meinung. Genau, deswegen. Weil um eine Ikone zu sein, das reicht nicht, so ein kleiner Sidekick rüber zur Automobilindustrie. Mhm. Porsche 911 kennt jeder. Ja. Der wird schon seit 1960 gebaut und eine Ikone kannst du nur werden, wenn du eine Sache gut und lange machst, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich auch so. Ja, und nicht einfach so, gibt keine Ikone, die ein, zwei Jahre alt ist. Das kann eine werden, ja? Das ist vielleicht ein tolles Auto, eine tolle Uhr, wie auch immer, aber es ist keine Ikone, die Zeit so ein bisschen überdauert hat und egal, die hat Trends überlebt, die hat verschiedene Epochen, ne? Oder also von daher, ja. Ja, definitiv. Cool. Und du bist der Meinung, die Rolex Submariner ist es. Ja. Ich bin ja komplett anderer Meinung, aber du darfst gerne anfangen. Sag mir mal, warum bist du der Meinung, dass die Rolex Submariner die ikonischste Uhr aller Zeiten ist? Also die gibt es schon sehr, sehr lange. Mhm. 1953, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, um den Dreh. Man weiß es nicht genau, glaube ich. 53, 54, da schreien sich die Geister. Genau. Aber ist auch egal, um also den Anfang, Dreh herum. Mitte der 1950er Jahre. Ja. Ja. Und wenn ich mir das Modell von damals anschaue im Vergleich zu dem jetzigen, es hat sich natürlich verändert über die Zeit, mehr als die Speedmaster. Ja? Aber die Wiedererkennung jetzt ist trotzdem. Nimmt er meinen Punkt vorweg? Ja, Pech gehabt. Ja. Das ist ja auch das Gute beim Debattieren. Ich nehme dir jetzt schon mal den Wind aus dem Segel. Ja? Okay. Sie hat sich verändert, aber sie ist trotzdem noch wiederzuerkennen. Ja. Ja. Und es ist die, wir haben es schon mal in einem vorherigen Video gesagt, oder ich habe es in einem vorherigen Video gesagt, meiner Meinung nach, und wahrscheinlich stimmt es auch, die meist kopierteste Uhr der Welt. Absolut. Und wenn du so oft kopiert wirst, dann musst du ja was richtig machen. Absolut. Schlechte Uhren werden nicht kopiert. Auf gar keinen Fall. Ja? Das ist die Uhr, mit der auch bei Nicht-Kennern mit dem höchsten Wiedererkennungswert. Ja, den Punkt also gebe ich dir. Also den... Eine Speedy ist auch, ja, aber Sub kennen viele, die sagen, ah, das ist doch die Rolex Taucheruhr. So, auch wenn Menschen nichts mit Uhren zu tun haben, die erkennen sie extrem gut. Das sehe ich komplett anders, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also egal, wie bekannt eine Uhr ist, zumindest ist jetzt meine Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten 5 Jahren, Leute, die so gar nichts mit Uhren zu tun haben, haben keine Ahnung, was Rolex ist, Omega ist. Das stimmt, geschweige, wie eine Submariner aussieht. Also, das stimmt. Ich wusste es selbst nicht. Also bevor ich mich nicht für Uhren interessiert habe, ich hatte keine Ahnung, was ist eine Submariner. Ja. Ich hatte keine Ahnung.
Omega Speedmaster kannte ich auch nicht. Also ich kannte gar nichts. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen, also ich glaube, Unwissender, aber der so ein bisschen mal was davon gehört hat. Es ist eine Uhr, die du sehr oft siehst. Ja, ja. Aber das reicht meiner Meinung nach nicht, um eine Ikone zu sein. Du hast ja gesagt, die gibt es ja schon sehr lange. Aber du hast auch gesagt, die hat sich mehr verändert als die Speedy. Und das ist mein Punkt. Ja. Die Speedmaster gibt es ja noch nicht so lange wie die Sub. Ja. Die wurde so Mitte der 50er, glaube ich, zum ersten Mal. Sah auch komplett anders aus als heute. Aber ja, von dieser Omega Speedmaster sprechen wir ja auch nicht, sondern von der Moonwatch, wie wir sie heute nennen. Ja, ja. Und die ist ja seit den 60er Jahren, also Ende der 60er Jahren, komplett unverändert. Also der Look, wenn du dir jetzt ein Bild aus den 70er Jahren anguckst, die Speedmaster von damals, vergleichst mit jetzt, dann siehst du kaum, also wirklich in Nuancen. Man geht ja mit der neuen Referenz schon wieder zurück in die Zeit, mit dem Step-Dial und so weiter, Dat Over 90 und diese ganze Fanservice, nenne ich es mal. Also ich würde sagen, dass die Speedmaster traditioneller ist als die Submariner, die ja doch eine Wandlung durchgemacht hat. Die, die hat ja mit der Uhr von damals so gar nichts mehr zu tun. Ja. Wenn man ganz ehrlich ist, du hast jetzt eine dicke Keramiklünette, die ist viel mehr auf flashy getrimmt. Ja. Das ist die Speedmaster ja nicht. Die Speedmaster ist immer noch die gleiche Uhr wie damals im Kern. Ja. Die kannst du auch an einem NATO rocken. Ja. Das kannst du bei der neuen Sub nicht. Ja. Kannst du, aber sieht auch meiner Meinung nach nichts aus. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum die Speedmaster für mich ikonischer ist als die Sub. Denn sie gibt es seit Ende der 60er in dieser Form und die hat sich nicht verändert. Du kannst sogar, wenn du willst, Plastikglas. Ich meine, wenn das kein Flex ist, dass du freiwillig sagst, hey, ich will ein Plastikglas auf der Uhr, weil ich will es traditioneller haben. Also Omega feiert ja diese Tradition sozusagen. Ja. Und Müssen sie ja auch, weil sie ja ganz viel auf dem Apollo oder auf der Raumfahrt, sage ich, nicht nur Apollo, sondern generell auf dem Raumfahrtsthema, das ist ja der Selling Point. Das wollen sie ja mit verkaufen. Ja, aber da werden wir auch gleich dazu kommen, das gehört ja zu allem dazu. Also die Uhr ist ja nicht nur das Design an sich, sondern auch das Ganze drumherum. Und ich glaube, da kannst du auch nichts dagegen sagen, dass die Speedy da unerreicht ist. Ja, werden wir gleich darauf kommen. Ja. Im geschichtlichen Kontext auf jeden Fall. Ja, weil du trennst das. Storytelling. Ja. Du trennst das. Du trennst die Historie einer Uhr, trennst du praktisch von ihrem Design. Aber ich finde, das ist alles ein Gesamtpaket. Ja. Und wie will die Submariner denn da bitte mithalten? Ich sag dir warum. Ja, schieß los. Jetzt kommt James Bond. James Bond kommt jetzt. Jetzt hast du mir auch vorweggenommen. Weil ich wusste. Ja, klar. Ich wusste es. Die ikonisch, also ist ja, James Bond ist ja auch schon eine Ikone. Und wenn eine Ikone, die kann doch nur die geilste Uhr der Welt tragen. Ja? Und James Bond, der coolste Typ auf der Welt, natürlich eine fiktive Person. Ja? Die aber, alle paar Jahre mal ausgetauscht aber, wird. Ja, aber trotzdem ist er immer cool. Ja. Er ist immer cool. Wusstest du, dass eigentlich hat James Bond eine Oyster Perpetual getragen im Roman? Also im Roman, das wusste ich nicht. Ja. Ich weiß, dass Ian Fleming, also der Erfinder oder der Vater von James Bond, der hatte immer eine Explorer. Also Explorer war seine Uhr. Explorer 1. Ja, also eine Zweier gab es ja damals noch nicht. Das wird ja immer so gedreht, als wäre das ja ein super Clou gewesen damals von Rolex. Tatsächlich wollte Rolex ja gar nichts beisteuern, weil die an diesem Film nicht geglaubt haben. Also damals das war doch die private Uhr von Sean Connery, oder nicht? Nee. Oder von... Von irgendeinem Regisseur, glaube von diesem Broccoli. Wie heißt der? Albert Broccoli. Okay. Von dem Produzent, glaube ich, war das? Die Produzentenfamilie. Das ist immer die Broccoli-Familie. Mhm. Oder Broccoli oder wie auch immer. Und diese Uhr wurde ja dann versteigert tatsächlich von seiner Tochter vor einigen Jahren. Ja. Und das war die Uhr. Also es war kein Clou von Rolex, wie es immer dargestellt wird. Es war einfach nur, im Buch trägt er eine Rolex, wir brauchen eine Rolex. Wir fragen mal an, nö, machen wir nicht, kein Bock drauf. Ja. Und dann hier, zack. Weil Rolex sogar zu cool war für James Bond. Ja, aber was ist bitte James Bond in der Filmwelt? Jetzt mal ganz ehrlich, James Bond ist eine coole Figur, auf jeden Fall. Ja. Und gehört auch schon zur Popkultur. Ja, auf jeden Fall. Gebe ich dir.
Ja. Aber James Bond hat jetzt in der Filmwelt nicht so eine große Bedeutung wie der Pate zum Beispiel. Ja, oder ja, auch ja, andere Filme, ja, oder absolut, andere, ja, Filmserien. Ja, logisch, ich würde sogar sagen, James Bond ist in der Filmwelt nicht mal so wichtig, ja, wie Actionfilme wie Rocky, Rambo, ja, oder Terminator, ja, diese ganzen Franchises. Aber jetzt switchen wir voll in die Filme. aber der bringt ja was mit. Also diese, ja, Figur James Bond, egal ob es ein Daniel Craig ist, mhm, ob es ein Sean Connery ist, wie sie auch alle heißen, ja, ja, der transportiert ja was. Ja. Der transportiert ja sowas, wo viele Jungs, Männer, Burschen, mhm, wie auch immer, die sagen, boah, das ist schon irgendwie cool. Ja, ja. So schnelle Autos, schicke, oder nicht schicke, hübsche Frauen, technische Gimmicks und dann, ja, halt auch eben die Uhr. Klar, jetzt mittlerweile ist es schon seit Pierce Brosnan, mhm, ist es die, ja, Omega Seamaster, ja, also schon seit 30 Jahren oder so. Plus komischerweise, ja, ist die nicht so ikonisch geworden, obwohl James Bond. Ja, weißt du, ja, was ich meine? Siehste, und das hat ja dann auch wieder was, ja, mit dem Ganzen. Und Rolex hat natürlich nochmal mehr Klang. Ja. Und wenn du, also für mich war auch, wenn ich das jetzt persönlich sehe, mhm, für mich war es so eine absolute Bucketlist meines Lebens, also ein was Monetäres logischerweise, mhm, oder was Materielles, eine Rolex Submariner zu besitzen. Okay. Ich bin Uhrenenthusiast. Ich will natürlich auch einen Seamaster haben. Aber das war schon so, mhm, die Grail Watch meiner Ende 20er, Anfang 30er. Einfach, mhm, eine Rolex Submariner zu haben. Ja, ja. Den Punkt gebe ich dir. Und das, ja, sehen auch viele Leute und so. Viele, und du siehst ja auch, du, die Marktpreise, wie oder, ja, also du gehst zum Konzessionär, du kannst dir im Normalfall jede Speed, also jede Standard-Speedy, sage ich mal. Ja. Natürlich nicht die Silver Snoopy Award, was weiß ich, wieder anderes Thema. Aber das ist ja eine Standarduhr. Mhm. Das ist auch eine Standarduhr. Du gehst da rein, du sagst, ich hätte gerne eine. Du hast keine Chance. Das ist, ja, extrem schwer. Das macht aber eine Uhr nicht ikonisch, ja, meiner Meinung nach. Nee, aber die ist ja einfach sehr... Die ist nachgefragt. Und warum ist sie denn so nachgefragt, weißt du? Ja. Und das ja schon über Jahre hinweg, Jahrzehnte. Ja? Aber das ist die Speedmaster ja auch. Also ja, die Speedmaster, ja, ist auch eine Uhr, die du oft siehst und das ohne diesen ganzen Quatsch, ja, mit Warteliste und sowas. Ja, ja. Ja. Und wie will denn bitte James Bond mit 6 Mondlandungen mithalten? Eine, der erste Weltraumspaziergang. Ja, 6 Mondlandungen, die erste Mondumrundung mit Apollo 8. Alles mit Mond. Apollo, ja, 13, die Rettungsmission. Ja. Da gibt es ja sogar einen mega geilen Film dazu. Ja. Ja. Das ist ja auch der Grund, ich muss immer lachen, ja, wenn Leute sagen, ja, was ist dieser Snoopy-Quatsch, dieses Lizenzieren von irgendwelchen Figuren. Leute, das hat nichts null mit, ja, Lizenzen, ja, zu tun. Ja, genau. Das ist Historie. Ja, ja, das, ja, ist der Snoopy Award wird ja an Firmen vergeben oder Menschen, die einen Beitrag geleistet haben zur zur Raumfahrt. Ja, ja. Genau, ja, genau. Und Apollo 13 kennt ja jeder die Geschichte, ja, ja, wo, ja, die, ja, Astronauten gerettet wurden. Wie viele, ja, 11 Sekunden oder was es waren, die sie dann mit der Hand gestoppt 14 haben. 14 Sekunden, glaube ich, war das. Ja, ja. Wie will denn ein James Bond bitte mit all dieser Historie mithalten? Klar sind diese Dinge sehr, sehr lange her, aber James Bond ist es ja auch. Ja, ja? Ja, ja. Wie will das denn bitte mithalten? Also deswegen ist für mich die Speedmaster die ikonischste Uhr aller Zeiten. Punkt. Da gibt es für mich keine Diskussion. Ja? Klar ist die Submariner etwas bekannter, beliebter, um einiges sogar, würde ich sagen. Ja, ja. Ja. Ist eine Uhr, wenn du jetzt 100 Leute fragst, wahrscheinlich wollen 80 Leute eine Sub haben. Ja, ja, ja? Ja. Aber trotzdem, wenn ich das jetzt so betrachte, die Speedmaster an sich, die wir heute ja kennen, Speedmaster Professional, in Zusammenhang mit der kompletten Historie, die sie bietet, also dieses Komplettpaket, mhm, das Design ist mega zeitlos, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Ja, das Design ist so zeitlos einfach. Es, ja, ist immer noch geil anzusehen. Und es wurde ja sogar von Swatch jetzt nochmal kopiert. Ja? Und, ja, nein, es tut die Uhr nicht verwässern. Ja? Aber, ja, das, also zeigt der Meinung doch, nach bin ich auch nicht, die verwässert es nicht. Nee. Das zeigt aber doch, dass dieses Design immer noch ankommt. Weil, mhm, sonst würden nicht so viele Leute, ich war jetzt in Italien, gerade jetzt vor kurzem, ja, du hast ständig Leute mit Moonswatch gesehen. In Italien werden sowieso sehr viele Uhren getragen. Ja, aber, ja, die Moonswatch war echt, habe ich sogar fast häufiger gesehen als eine Sub.
Ja. Ja, das spricht doch auch für das Design irgendwie. Es ist die Frage, ob das in 5, 6, 7 Jahren auch noch so ist. Ja. Weil die Uhren aktuell Hype sind. Ja. Hype, Hype, Hype. Ja. Ja. Und ich glaube nicht, also jetzt von der echten Speedy abgesehen, sondern halt von der Moon Swatch, wie auch immer, von diesen Millionen von Varianten, die es mittlerweile schon gibt, gefühlt. Ja. Ich glaube nicht, dass die in 10, 15, die sind ja auch gar nicht gemacht dafür, 20, 30 Jahre zu halten, die Uhren. Ja. Ja, du bleibst mal hängen, klack, dann reißt du dir. Also das ist keine... Das ist auch gar nicht das Thema. Nee, also genau. Das ist aktuell, ja klar, aber sie hat sich natürlich bedient an... Ich wollte dir nur damit sagen, das Design kommt noch an. Ja, genau. Das wollte ich sagen, das Design kommt noch an, weil sie haben es ja nochmal gemacht mit... mit der Blancpain 50 Fathoms. Ja. Genau. Und es kam nicht so an. Also das spricht doch für das Design der Speedmaster. Weil Blancpain nicht so bekannt ist. Auch das. Weißt du, das spielt auch nochmal mit. Einfach, also aber da kommt es ja wieder. Da haben wir das doch wieder. Ja. Du hast eine mega bekannte Uhr, du hast eine riesen Historie dahinter. Ja. Ja? Diese komplette Weltraumhistorie. Du hast das zeitlose Design, ja? Was viel konsequenter ist als bei der Sub. Ja, habe ich auch noch nicht gesagt. Die Sub hat sich ja irgendwann mal, wenn wir über Sub sprechen, denken ja viele Leute an die Submariner Date. Die hast du ja auch. Genau, die originale Submariner hat ja aber gar kein Datum. Ja. Die ist aber gar nicht so beliebt wie die Variante, die du jetzt zum Beispiel hast. Ja, ja, ja. Das ist auch wieder für mich so ein Punkt. Das ist ja im Kern schon noch die gleiche Uhr, die gleiche Essenz, aber es ist nicht mehr die ursprüngliche Uhr wie damals. Genau. Während bei der Speedmaster ist das noch so. Ja. Omega hat nicht gesagt, ja, wir machen jetzt eine neue Version mit Datum und die ist dann beliebter geworden. Ja. 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 Aber bei Rolex ist das so. Mhm. Sie haben eine neue Variante irgendwann gebaut, ich glaube ab den 70ern, ich bin mir nicht sicher. Ja. 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 Und das wurde aber dann beliebter tatsächlich. Das ist ja sogar so weit, dass man sagt, ja, die Lupe ist das Markenzeichen. Mhm. Ja? Ja, das hat ja nichts mehr mit der Uhr an sich zu tun von früher, die originale Essenz vielleicht nicht mehr, aber es ist natürlich eine Evolution gewesen. Du hast jetzt über die Jahre hinweg, ja. Ja, ja. Also aber dann ist es für mich nicht so ikonisch wie die Speedy, die immer nur dieses eine Modell. Klar, du hast jetzt auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich will mit Saphirglas oder... Ja, ja, ja. Aber finde ich jetzt nicht so krass wie bei der Sub. Ja, die haben natürlich die haben natürlich die Qualität enorm nach oben geschraubt. Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, gut, klar, die Sub ist eine Taucheruhr, die Speedy ist keine Taucheruhr, aber die ist immer noch nur 3 bar wasserdicht. Ja, okay, aber... Also die hätten wir auch mal die letzten 30, 40 Jahre zumindest mal... Das stimmt. Also andere Hersteller bekommen es auch hin, dass du keine verschraubte Krone hast und die Uhr trotzdem 100 Meter wasserdicht ist, zum Beispiel. Ja. Würde sie auch alltagstauglich machen. Würde ja auch nichts gegen, da müsstest du ja nicht mal, wahrscheinlich grundlegend am Design, müsstest du nichts ändern. Nee, wahrscheinlich nicht. In den Tubus, ja, wurde, also in den Krone, in den Kronentubus rein, müsstest du halt vielleicht andere Dichtungssysteme machen, wie auch immer. Ja. Und da hat halt Rolex die letzten Jahrzehnte sehr, sehr viel dran gearbeitet, ne, dass sie einfach noch widerstandsfähiger ist. Die Verarbeitung ist wesentlich besser geworden, wo ja Omega auch mit dem, ich kenne sie ja auch bei mir, das Band der aktuellen ist natürlich mega. Ja, ja. Die haben ja auch aber eine Entwicklung durchgemacht. Ja, genau. Aber dieses Oysterband, das ist jedes Mal, also jede Generation besser geworden und trotzdem ist es immer noch das Oysterband. Ja. Das stimmt. Aber es ist einfach verarbeitungstechnisch Next Level. Ja. Das stimmt. Also da, das ist echt. Ich meine, ich bin auch ein riesiger Submariner-Fan. Ja. Ja. Trotzdem, wie gesagt, ich sehe die Speedmaster immer noch weiter vorne und auch das Thema Wasserdichtigkeit jetzt. Ja. Ja. Die hat ja ein Meterswerk, die neue Speedmaster. Ja. Ja. Und die Uhr ist wirklich bis 50 Meter wasserdicht. Taucht erstmal 50 Meter. Und auch wenn nicht, ist das nicht so ein Drama, wie es immer dargestellt wird. Hat aber auch nicht mit Ikone oder Nicht-Ikone zu tun. Ja, ist klar. Ja. Ja. Deswegen, also ich glaube, dass du da recht wenig Argumente hast. ich glaube, du hast wirklich keine Argumente groß, mit deiner Submariner, James Bond, okay. Ja, klar, sind beide Teile der Popkultur, aber wie gesagt. Da die Frage, woran man es auch so ein bisschen festmacht. Ja, aber es ist ja ein Komplettpaket. Macht man es an dem Wiedererkennungsgrad fest? Mhm. Du hast ja jetzt natürlich viel auf Historie unverändert über die Jahre hin oder viel, viel weniger als jetzt das Sub, ganz klar.
Definitiv. Dann lass uns da doch. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Okay, ja. Aber du bist immer noch der Meinung. Also ja, jetzt klar, nach dem logisch. Gespräch ja. Willst du nicht abdrücken. Dann lass ich uns. Ich bin ja froh, dass ich beide Uhren habe. Ich kann mich einen Tag für die eine Ikone an dem ja. anderen für die andere entscheiden. Das stimmt, ne? Das stimmt. Aber dann lass uns das doch mal versuchen, irgendwie an Punkten festzumachen. Weil um eine Ikone zu sein, musst du alle diese Punkte erfüllen. Dann ja. lass uns jetzt noch mal den Test machen. Ja. Dann starten wir jetzt mal mit Design. Ja. Ja, also ich würde sagen, die Speedmaster ist zeitloser designt als die Sub, die ja sich doch sehr verändert hat. Also du darfst gerne anderer Meinung sein. Ja, die ist auf jeden Fall näher am Ursprungsdesign. Mhm. Würdest ja. du mir dann zustimmen, dass die zeitloser ist als die Sub? Zeitloser ist ja die Frage. Das eine ist zeitlos. Zeitlos sind sie beide. Die sind beide zeitlos, weil du wirst auch eine Speedy und eine Sub auch noch in 10, 15, 20 Jahren ja. tragen können, ohne dass man sagt, die ist richtig in die Jahre gekommen. Ja. Das ist für mich zeitlos. Okay. Dann würde ich ja? dir... Sie ist näher am Ursprungsdesign. Okay. Ja, dann das ist vielleicht so ein halben Punkt für jeden. Weißt machen wir so. Weißt du, ich? Ne? Ja, also so vom... du hast schon recht. Die sind beide zeitlos. Beide schwarzes Ziffernblatt, beide... Langweilig. Beide langweilig in Anführungszeichen. Und da drin liegt ja der Reiz. Ja, ja. ja. Okay, und, dann machen wir doch mal aber für jeden wesentlich näher am Ursprungsdesign. Also wenn du jetzt die Uhr Speedy neben eine Uhr Rolex legst, Uhr Sub, und du legst dazu das aktuelle Pendant dazu, dann siehst du sofort, okay, die Sub hat sich ganz anders entwickelt. Ja. Die ist immer noch eine Dreizeigeruhr, ist immer noch eine Taucheruhr, immer noch eine Lünette, wie auch immer. Mhm. Ja, aber ja. Okay, aber sollen wir es hier ankreiden oder dann eher nicht? Wollen wir beiden Uhren einen Punkt geben? Ja. Ja? Weil ich glaube, es tut der Sub ganz gut, wenn wir das so machen. dass er zumindest einen hat, meinst du? Ja, sie wird schon, denke ich, noch bekommen. Aber okay, Story brauchen wir gar nicht lange reden. Ja. James Bond hin oder her. Speedy. Ja. Da haben wir schon mal so. 2-1 für die Speedy. Historie, ja. Was ist noch wichtig, um eine Ikone zu sein? Lass uns nochmal Punkte überlegen. Wiedererkennungswert. Also der Straßenwiedererkennungswert. Ah, guck mal, jetzt will ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ja. Ja. Oder? Ja. Der kriegt die Rolex schon noch einen Punkt. Also meinst du jetzt damit Bekanntheitsgrad oder? Ja, das geht so ein bisschen Hand in Hand, sage ich mal. Dann würde ich das auch der Sub dann nehmen geben. Oder wir sagen Bekanntheitsgrad. Bekanntheitsgrad ja. / Wiedererkennung. Mhm. Ja. Würde ich auch das Sub geben. Also ja. so ehrlich muss ich sein, weil ja. wir müssen jetzt nicht unser Point so ja. mega beschützen irgendwie. Ja, ja. ja das man muss schon ehrlich sein. Glaube ich, relativ eindeutig. Also ist auch die Uhr, die wahrscheinlich die meisten Hommage-Uhren um sich ja. sammelt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann hätten wir ein 2-2. Ja. Was ist noch wichtig, um eine Ikone zu sein? Haben wir alle Punkte durch? Oder wir hatten jetzt die Historie, Wiedererkennungswert, das Design. Die drei Punkte machen es aus, oder? Hauptsächlich. Dann haben wir jetzt, würde ich sagen, einen Gleichstand, oder? Ja. Beide Uhren sind geil. Ja. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Und beide sind auch sehr wichtig für die Uhrenwelt. Ja. Ja. Aber ich sehe, wir kommen nicht auf einen Nenner. Also jeder, es kann keiner den anderen überzeugen und zu sagen, okay, ja. du hast recht, es ist wirklich... Ja, deswegen seid ihr jetzt in den Kommentaren gefragt, oh ja. welche der beiden Uhren ist ikonischer? Ich sehe schon, ich feiere das irgendwie, dass wir beide so ticken. Ja, ja. Ich hatte heute gar keinen Bock auf meine Speedmaster und habe trotzdem die Speedmaster getragen, wegen der Debatte. Ja. Also Wristcheck, das ist heute... meine Speedy ja. am Nylonband, am originalen und ja, bei dir. Und ich trage die ikonischste Uhr aller Zeiten. Ja, genau. Die Rolex Submariner, zack, ja. Aus dem Jahre 2018. Also noch